Das Amulett zeigt in diese Richtung. Es muss hier irgendwo. Ah, da ist es. Ich glaube, ich habe es gefunden. Lass mich mal ganz schnell den Berg hier hochklettern. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das Haus, von dem alle geredet haben. Ein paar merkwürdige Dinge sollen sich hier abgespielt haben. Wo geht's denn hier hin? Ah, hier geht's hoch. Was ist das? Hat jemand versucht, einen Wizard zu bauen? Ha. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Minecraft-Freunde. Lange her, dass ich das mal gesagt habe. Ja, und willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diese Mod ist die Witherstorm-Mod für die 1.18.2. Und ja, ich stelle die einfach mal vor. Die ist nämlich sehr geil ausgeführt worden. Und das muss schon was heißen. Ja, erstens, ja, was macht die Mod? Ja, ganz simpel gesagt, sie fügt den Witherstorm hinzu. Und der Witherstorm ist dieses Viech aus Minecraft Story Mode. Ja, genau. Was haben wir denn alles für neue Items? Ihr seht, wir haben nicht viele, aber ein paar. Wir haben das Amulett, das ist aber, glaube ich, macht sogar gar nichts. Ist einfach nur Deko. Ein paar andere Items, die Formidi-Bomb, die wird später noch wichtig. Wir haben Command-Block-Items und einen Enchanted-Command-Block. Ja, genau. Wie spawnt ihr denn den Witherstorm? Ja, folgendermaßen, ihr müsst einmal so ein Haus hier suchen. Wenn ihr dieses Haus gefunden habt, seht ihr hier oben immer, also das ist wirklich jedes Mal, dass hier schon die Formation des Witherstorms angeordnet ist und das Einzige, was nur noch fehlt, ist, dass ihr diesen Skelettkopf oben drauf platziert. Und wir bauen jetzt genauso wie in Story Mode, das heißt, wir platzieren jetzt den Kopf. Und Musik baut sich auf. Das verschwindet gleich, keine Sorge. Da ist er. So sieht er aus. Schon ziemlich geil. Er ist schon ein bisschen größer. Er braucht erstmal eine Zeit, um sich aufzubauen. Das ist normal. In der Zeit, wo er sich aufbaut, ist das eigentlich so, dass ihr meinen gehen könnt, ihr müsst euch ausrüsten. Also, na, wir rüsten uns mal ganz normal aus. So. Zweiter nur mit so ein paar Schwerter, noch eine Spitzhacke und so weiter. Los geht's. Und ihr seht schon, er fängt an, Blöcke aufzusammeln. Jetzt sind hier natürlich keine Entitäten. Wenn jetzt die Entitäten, würde der natürlich voll drauf gehen. Wir holen jetzt einfach mal ein paar Kühe. Warum auch nicht? Ja, guck mal, ein paar Kühe, guck mal. Jetzt geht er auf die Kühe. Er kann einfach durch Sachen durchfliegen, wenn er will. Boah, Alter. Ich kann schon mal vorab sagen, er hat 7 Phasen. Das ist Phase 1. Ab Phase 4 wird es gefährlich. Alles klar. Und jetzt hier nochmal ein paar mehr Kühe. Er zieht immer mehr Blöcke an. So, da seht ihr schon Phase 2 von ihm. Er hat jetzt ein paar Blöcke um sich rum. Ich habe seine Evolutionstyp mal hochgesetzt. Das ist Phase 2. Eigentlich schon ziemlich interessant. So, Phase 3. Das sieht schon so aus. Ja, er hat ein Auge schon. Das ist ein Traktorbeam. Und Blöcke fliegen komplett um ihn herum. Und er zieht immer größere Brocken an sich. Was wir jetzt machen müssen, wir brauchen einen Bogen und wir brauchen ziemlich viele Pfeile. Denn, wenn wir jetzt in Survival gehen, ist das Coole, dass er, wenn er diesen Strahl hat, zieht er einen gerne mal an. Und das. Oh Gott. Ich muss eigentlich sein Auge abschießen. Gerade noch so rausgekommen. Also eigentlich ist das so, ihr müsst jetzt sein Auge abschießen. Und dann lässt er euch in Ruhe. Für 10 Sekunden oder so. Könnt ihr nochmal probieren. Warte. Ich gebe mir mal kurz was zu essen. Ihr werdet nicht instant sterben. Alter, das Ding sieht schon krass aus. Einfach nur in der dritten Phase. So, pass auf jetzt.
Scheiße, ne? Ich krieg sein Auge nicht. Oh nein, der arme Fuchs. Alter, schaut euch das Ding an. Gut. Machen wir mal hoch auf Phase 4, ne? Denn jetzt wird's gefährlich. Denn jetzt sieht das Ganze schon etwas gefährlicher aus. Alter. Dieses Bild, ey. Genau, wir können es jetzt nochmal probieren. Wenn wir jetzt nochmal angesagt werden, probieren wir es nochmal. Gehen wir zur Survival. Sobald wir in den Strahl laufen. Oder auch nicht. Oh Gott, da war ein Creeper. Boah, Alter, schau dich das Ding an. Creeper greifen wir mal gerade nicht an. Wir haben gerade ganz andere Probleme. Jetzt hat er mich erwischt. Oh, das sieht scary aus. Und jetzt habt ihr Zeit, versuchen, sein Auge zu treffen. Und wenn ihr das Auge trefft, dann lässt er euch los. Oh Gott, nein. Ich hab's. Oh Gott, jetzt zieht mich der andere Dude an. Alter, was? Komm schon. In sein Auge. In sein Auge. Scheiße. Hilfe. Oh Gott. Ja, und dann sterbt ihr, weil ihr keinen Wassereimer hattet. Ah, man sieht aber, er hat jetzt ein kaputtes Auge. Und dann schaltet er sich aus. Cool. Hier. Er saugt immer mehr Blöcke auf. Und je mehr Sachen er tötet, je mehr Blöcke er aufnimmt, desto stärker wird er. Und dann kommt er zu Phase 5. Und jetzt sieht er so aus. Und das sieht auch schon ziemlich eklig aus. Alter. Was ist das? Nicht gut. Okay. Ja, dann geht's weiter mit Stufe 6. Stufe 6, das ist die vorletzte. Und da ist auf 3, 2, 1. Splittet er sich. Jetzt fängt schon an zu laggen. Wenn das Ding diese Stufe erreicht, dann könnt ihr ihn nicht mehr so töten. Also ist es schon vorbei. Nein, die arme Biene. Mal gucken, überleben wir das? Wir holen jetzt mal einen Wassereimer und stoßen uns aber komplett aus hier. Schauen wir mal, ob wir das überleben können. Also. Und schon zieht er mich an. Das sieht noch scary aus, Alter. Junge. Was passiert hier? Hilfe, Leute. Oh Gott, da kommt ein Baum hinter mir. Oh Gott. Ab in sein Auge. Ab in sein Auge. Ich hab ihn. Verdammt nochmal, ich schaff's einfach nicht. Oh genau, in dieser Stufe kann er einen wilden Symbioten spawnen und dieser Symbiot, der sieht folgendermaßen aus. Da ist er. Das Ding, das ist... Und was das Ding kann, es spawnt andere Mobs. Andere, also abgewandelte Mobs. Euch vorstellen. Was zur? Okay, die Attacke kannte ich noch nicht. Er schießt einfach mit Pfeilen. Er hat die Stimme, er hat Command Block, die Kraft des Command Blocks. Das heißt, er kann alles spawnen, was er möchte. Ja, aus Pfeile zu spawnen. So, jetzt fragt euch wahrscheinlich, okay, ja, wir besiegen das Ding. Oh Gott. Ihr könnt es so nicht angreifen. Ihr müsst ihn an seinen Rücken. Er hat nämlich am Rücken eine Schwachstelle. Da, dieser Riss hier. Genau, wir müssen ihn einfach am Rücken treffen. So viel dazu. Okay, mal kurz jetzt machen hier mit dem Netherite-Schwert oder so. Das macht auch gut Schaden, wenn ihr schon mit dem Netherite trefft. Springt er denn immer hin, meine Güte? Komm schon. Wir haben ihn gleich. Immer schon auf den Riss hinten ziehen. Ein Schlag noch. Und... weg ist er.
Der Stifter. Weg ist er. Ah ja, guck mal, und jetzt hat er etwas gedroppt. Und das ist ein Buch. Infinite Potential. Und mit diesem Buch, das brauchen wir, um diesen Witterstorm zu besiegen. Denn jetzt kommt eure Außermöglichkeit. Ihr braucht Dia-Tools. Entweder ein Dia-Schwert, eine Dia-Spitzhacke, eine Axt oder eine Hake. Und ihr braucht den Smithing-Table, den Upgrade-Table. Ohne den kriegt ihr es nicht hin. Ich gehe jetzt mal mit einer Spitzhacke. Aber ich glaube doch, ein Schwert ist eigentlich besser. Ihr packt das Schwert hier rein, zusammen mit dem Buch, und dann erhaltet ihr ein Command-Block-Schwert. Und mit diesem Schwert ist es euch möglich, diesen Witterstorm zu besiegen. Jetzt mittlerweile wäre er eigentlich jetzt auf Stufe 7. Das sieht dann so aus und da habt ihr wirklich keine Kommen mehr. Also, da haben alle drei Köpfe und das ist eigentlich schon euer Weltuntergang. Jetzt kommt an die Reihe, wo ihr die Formidibomb craftet. Ich weiß es gar nicht, deshalb ich blende euch das einfach mal ein hier. So. Wie kriegt ihr sie jetzt dazu, ihn zu töten? Er muss diese aufnehmen, wie in Story Mode. Das heißt, wir platzieren sie hier. Sie macht schon ordentlich ein Geräusch. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er gleich diese Bombe auch aufnimmt. Wir zünden sie. Denn jetzt wird's lustig. Eure Vision, eure Sicht beginnt sich ein bisschen zu verschlechtern. Denn das Ding, ich weiß nicht, man merkt es glaube ich schon ein bisschen. Alles so ein bisschen, ja, 3D-mäßiger, also diese Farben, das verzerrt sich alles. Ja, man sieht es an meiner Hand zum Beispiel. Und er hat sie gesehen. Jetzt seht ihr das, er nimmt sie auf. Er zieht die Bombe zu sich hoch. Ihr müsst sie einfach, glaube ich, nur in der Nähe von ihm platzieren und er nimmt sie dann irgendwann, als ein Entity war. Und ihr seht, wie diese Blöcke hier alle hochfliegen. Da fliegt so hoch, die ganzen Blöcke. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Bild? So, sie geht gleich hoch. Sie blinkt. Und sie explodiert. Und da fallen sie zu Boden. Und das große Ding kommt auch hinterher. Bumm. So, jetzt fragt ihr euch ja natürlich. Okay, war's das jetzt? Ist er tot? Er ist tot, eigentlich. Eigentlich, sag ich. Weil wir haben jetzt das Schwert gecraftet und das brauchen wir jetzt, um den Command-Block zu zerstören, den er hat. Es sieht, oh Gott, wie das aussieht, wenn die hier... Boah, schaut euch das an. Da liegt einer. Die Mod ist echt gruselig, also... Puh. Und jetzt ist hier sowas gespawnt, jetzt könnt ihr hier hochlaufen. Ein Teil seines Körpers. Und da ist der Command-Block. Okay, wir müssen jetzt nur mit dem Schwert zerstören, weil wir können nur mit Command-Block-Waffen zerstören. Machen wir mal. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein, drückt er sich rein und er steht wieder auf. Ja, und jetzt lebt er wieder. Jetzt beginnt das ganze Spiel hier von vorne. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ihr seht dieses Loch da oben, ne? Wir müssen da rein. Wir müssen in ihn rein und ihn von innen töten. Das geht jetzt folgendermaßen. Ihr nehmt euch einen Crossbow-Perlen. Ihr könnt das Ding jetzt nämlich mit Enderperlen beladen, dank der Mod. Da. So, wir nehmen jetzt eine Enderperle. Laden die rein. Und wir müssen nach da oben. Weiter und weiter kaputt. So, und jetzt kommt's, Leute. Das ist jetzt nicht mal ein Bossfight. Der finale Bossfight, der kommt jetzt erst.
Gott, er nimmt alles auseinander. Wir müssen in seinen Körper. Der Körper der Bestie. Jetzt sind wir drin. Und jetzt geht es erst richtig los. Hier rein solltet ihr nicht ohne gute Bewaffnung und Ausrüstung. Glaubt mir. Das wird euer Untergang ansonsten. Wir schnappen uns jetzt die Hose hier. Alles, was wir nicht brauchen, packen wir raus. Ein paar Pfeile können wir gut mitnehmen. OP-Goldöffel brauchen wir ziemlich viele. Und ihr werdet merken, es shakt hier drin. Er ist nicht ungeladen. Er ist immer noch da draußen und zerstört weiter eure Welt. Also je länger ihr hier drin bleibt, desto mehr ist eure Welt im Arsch. Also ich würde mir gut überlegen, was ihr macht. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Blöcke. Nehmen wir mit hier. So, und es wackelt hier drin auch, weil er, keine Ahnung, draußen irgendwas kaputt macht. Gut, normalerweise geht es jetzt so los. Ihr müsst den Command-Block finden. Hier sind überall komische Blöcke und hier könnten auch noch ein paar Leichen spawnen. Also nicht wundern. Ich höre ihn schon. Ich höre den Block. Wir müssen hier hochklettern. Und da seht ihr es. Ach du Scheiße. Was ist das? Es ist genauso aufgebaut wie ein Story Mode. Genauso. Wir können mal kurz. Wir machen mal unseren Spawnpunkt hier hin, ne? Normalerweise, ihr kommt hier an. Ihr findet alles hier so vor. Ich mache jetzt natürlich alles im Schnelldurchlauf, ne? So, jetzt müsst ihr irgendwie erstmal hier rüberkommen. Gut. Schaffen wir. Einmal rüber. Da ist der Command-Block, wir müssen sie zerstören. Oh Gott. Oh Gott. Und das Ding wollte das nicht. Aber ihr seht, der Command-Block hat schon einen Riss. Und jetzt geht der Bossfight los. Vier Phasen. Jetzt baut er hier in sich so merkwürdige Mobs. Und ihr müsst es irgendwie schaffen, wieder hochzukommen. Das Problem ist nur, dass diese Tentakel euch davon abhalten. Wenn ihr runterfallt, fallt ihr übrigens aus der Beste wieder raus und müsst wieder reinkommen. Gut, wir versuchen mal irgendwie hier rüber zu kommen, ohne dass uns der Tentakel wegschlägt. Ah, genau, das machen die nämlich gerne. Okay, wir versuchen schnell, los, los, los! Ah, scheiße. Ihr seht, es ist gar nicht mal so einfach. Die holen aus und schlagen uns einfach weg. Nemo! Ich habe ihn geschlagen. Okay, das Ding erhebt sich weiter. Und es baut noch mehr Mobs. Oh, jetzt gehen die Tentakel auch aktiv. Oh Gott. Genau, wenn ihr an den Tentakel vorbeilauft, die können euch packen und festhalten. Und es baut noch einen Symbioten. Ach du Scheiße. Ja, ist ja gut. Ist gut, 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 ist gut. Ja, ist ja gut. Alter. Das ist schlimm. Jetzt müssen wir trotzdem wieder da hochkommen. Oh Gott, nein, lass mich los. Scheiße, Tacke, man sieht kaum was da. So, oh Gott, schmeiß mich dann nicht runter. Was, wieso spottet das denn? Oh boy, das kommt mir gut gelegen. Ach du Scheiße, was hat der denn alles für Attacken? Lass mich los, du scheiß Arm. Okay, ich habe einen Arm getötet. Wir fliegen einfach so. Geronimo! Nein! Da schon! Fuck. Alter Junge, das ist absolut krank hier drin. Boah! Ja, danke schön. Ich treffe mit den ganz viel mit den Bällen. Ich muss da rüber. Komm schon. Treff mich. Dankeschön. So, jetzt komm. Und jetzt Attacke! Ich habe ihn nochmal getroffen. Er fliegt noch höher. Und jetzt werden die Köpfe aktiv. Und das ist jetzt ein Kampf. Weil ihr müsst erst die Köpfe ausschalten, ansonsten kommt ihr nicht mehr in die Mitte. Ach, scheiße. Ist mein Bogen groß? Ich hab keinen Bogen, wow. Ein Kopf ist deaktiviert. Auf zum nächsten Kopf. Komm, nehm mich auf. Los, zieh mich ran. Los, komm. Nimm mich hoch, komm. Dankeschön.
Ich habe deaktiviert. Jetzt sind die hier oben auch deaktiviert. Jetzt machen wir schnell Game of Creative. Denn ihr müsst jetzt hochkommen und bevor die wieder angeht, ihr den letzten Schlag verpassen. Wir haben's. Wir haben's. Und das Ding löst sich auf. Wir haben's geschafft. Und wir kriegen ein Wizard Nether Star. Alter, und ihr seht, eure Welt ist mal komplett im Arsch. Yo. Das war's. Das war's einfach allemal. Und mit dem Wizard Nether Star weiß ich gar nicht, was man damit eigentlich machen kann. Hab's noch nicht ausprobiert. Vielleicht ein Beacon oder so. Blende ich euch auch mal ein, falls ich es finde. Ja, vorher ist das Haus, wo alles gestartet ist. Ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ihr die mal selber austesten wollt, ich packe es euch in die Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Midgamer.